Cäsar, deine Stunde ist angebrochen. Noch diese Nacht werfe ich ihm Zettel von verschiedenen Händen, als ob sie von verschiedenen Bürgern kämen, ins Fenster. Alle voll der hohen Meinung, die Rom von seinem Namen hegt. Ich halte ihn deshalb für ein Schlangenei, das ausgebrütet schädlich werden muss, und wirk ihn in der Schale. Und lasst uns unseren Entschluss beschwören. Nein, keinen Schwur. Was braucht es denn noch einen anderen Ansporn, uns zur Wiederherstellung der Republik zu treiben, als unsere Sache? Welchen anderen Schwur, welch andere Gewehr als nur ein Wort, dass dies geschehe? Hüte dich vor den Iden des März. Hüte dich vor den Iden des März, o Cäsar! Sieh die Zeichen, fürchte sie! Großer Cäsar, siehst du denn nicht? Wird Brutus Glied vergeblich? Komm, Hände, sprecht für mich! Rauch! Rauch! Die Politiker knacken die Nüsse, es klingt wie Schüsse. Die Politiker knacken die Nüsse, die Nüsse, die Nüsse, die Nüsse, es klingt wie Schüsse. Die Politiker schwänzen die Arbeit und zocken Playstation bei Saturn. Es ist wirklich wahr. Die Politiker schwänzen die Arbeit und zocken Playstation bei Saturn. Es ist wirklich wahr. Sie spielen Candy Crush in der Krisensitzung. Es ist wirklich wahr. Die Politiker, die Politiker, die Politiker stolpern über Dinge, die herumstehen in der Ewigkeit. Die Politiker, die Politiker. Die Politiker sind immer noch da. Die Politiker.